Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin zurück und ja, wir haben aufmunitioniert. Wir haben mittlerweile wieder Munition drin. Wir haben wieder mehrfach Feuer drin. Nach wie vor der Bug, dass die Feuerrate nicht gehalten wird. Also wir haben umgestellt. Wir haben was getrunken. Ich habe was getrunken, was gegessen und ich habe aufmunitioniert. Das Ganze per Admin-Befehl beziehungsweise dann eben per Items. Aber wir schauen uns jetzt hier in der letzten Folge. Allerletzte Folge für Scum Version 0.85. Version 0.9 kommt wahrscheinlich morgen, wenn nicht übermorgen. Ich werde keine Folge mehr aufnehmen können. Wir schauen jetzt nochmal das Schwimmbad an. Da sind wir jetzt wieder zurück. Ich habe mich wieder zurückgespawnt. Und wir werden das Schwimmbad nochmal ein bisschen angucken. Allgemein diese Gebäude hier. Ich weiß noch nicht genau, ob es nur Schwimmbad ist. Könnte eher tatsächlich auch vielleicht ein Uni-Gebäude oder sowas sein. Mit Sporthalle, allen drum und dran. Schauen wir mal. Wir schauen uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen in der Stadt um. Wir haben ein bisschen was zu erkunden. Und ja, gucken wir mal. Wieso geht mein Wasser nach wie vor runter? Freunde, ich habe getrunken. Erfrischungsgetränk. Soll aber passen, oder? Glas wird auch voller, Wasser geht trotzdem runter. 13. Wir waren bei 17 vorhin. Wenn das weiterhin der Fall ist, muss ich mich nochmal raus teleportieren. Und dann, ja, weil wir sonst an Strahlung wahrscheinlich drauf gehen werden. So, da wollen wir nochmal rein, da waren wir gerade schon drin. Hier ist das Militärische, das schauen wir uns natürlich auch noch. Ich will jetzt nochmal zurück ins Schwimmbad. Da waren massenweise Puppets. Das war ganz nice. Deswegen gehen wir da mal hin. Mir ist ziemlich warm, yo, I know. Das ist tatsächlich, das ist ein Uni-Gebäude mit allen drum und dran. Einfach. Oder eine Schule. Für mich sieht allerdings eine Schule anders aus. Weiß nicht, wie es euch geht. Okay. Sind jetzt leider nicht mehr exakt dahin zurückgekommen, wo wir waren. Wobei wir wieder hinfinden werden. Da war das, oder? Doch, da war das. Ne, eigentlich gegenüber. Eigentlich da. Wieder zurück. Da waren wir noch nicht fertig. So, 15. Nahrung, Wasser geht wieder hoch. Waren wir denn? Jetzt habe ich verfranst. Jetzt hau ich mich verfranst. Lagergebäude. Mach doch keine Türen zu. Oder? Ich habe die Tür zugemacht. Ernsthaft? Ich und Tür? Dinge, die nicht zusammenpassen. Cool. Gucken wir mal. Ah ne, wir waren ein Stockwerk höher. Ja, genau. Ich habe mich rausteleportiert. Hier, also hier waren wir in der letzten Folge. Hier lagen noch 3, 4 Puppets rum. Die sind jetzt leider weg, weil ich mich rausteleportiert habe. Die verschwinden dann nämlich. Da ist der militärische Bereich. Sehr interessant. Haben wir hier gerade Strahlung? Wäre auch nice to know. Ach ja, wir haben es ja mittlerweile auf die Taste 6 gelegt. Keine Strahlung hier. Guck mal, der Bereich hier ist safe. Hier haben wir keine Strahlung. Also, oder ist es aus? Ja. Okay, 4 bis 6. Hier ist sehr viel Strahlung. Ha. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das schon passiert wäre. Oh, hier fehlt eine Wand. Hier fehlt eine Wand. Na, guck mal, hier auch. Hier oben lag ja auch ein Puppet drauf. Also wir wissen, dass wir überall Puppets spawnen können. Die sind jetzt leider weg, weil ich mich rausteleportieren musste. Aber wir mussten was essen, was trinken, damit ich jetzt die Folge ungestört nochmal durch die Gegend rennen kann. Aber cooles Gebäude. Relativ viel militärischer Loot. Bücher, die man nicht looten kann. Im Krankenhaus mittlerweile kann man ja die ganzen Bücherregale looten. Wisst ihr ja. Gibt bestimmt aber auch noch eine Bibliothek hier. Ein paar einzelne Dinge. Hier so Einzelgebäude. Räumchen. Turnhalle. PP, der sich verläuft. Alles beim Alten. Alles beim Alten. Militärische Kiste schon wieder. Aber ich glaube, den großen militärischen Loot werden wir dann bekommen, wenn wir darüber gehen. Hier rüber. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch mal hin, oder? Schade ist, dass wir nicht schnell unterwegs sein können. Cool wäre ein Minibike. Ohne Witz, ich würde es feiern. So ein Taschenmotorrad, wenn es geben würde, wäre... Ich würde es feiern. Ich würde es einfach nur feiern. Allerdings, das Ding wäre schweinelaut und die Zombies reagieren hier natürlich auch anders. Ah, großes Dach. Also, mir gefällt es extrem gut. Gerne mehr von den großen Städten. Ruhig noch 2, 3 Stück hier rein. Wir haben momentan die und die.
Wobei Sunapur müsste überarbeitet werden. Das ist tatsächlich eher so ja, ganz nett, aber hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Hiervon bin ich beeindruckt tatsächlich. Also das. Hiervon bin ich wirklich beeindruckt. Das sieht richtig geil aus. Hört noch an ein, zwei Stellen verbessert. Aber im Großen und Ganzen schon sehr, sehr cool. Und wir haben noch nicht mal alles gesehen. Muss man auch sagen. So, wie kommen wir jetzt da rein? Das Ding ist natürlich umzäunt. Militärisches Sperrgebiet. Da wollen wir aber rein. So, wir latschen mal außen rum. Gott, Hilfe. Irgendwo muss es ja einen Eingang geben für das Ding. Da auch nochmal Wohnhäuser. Apartments. Das ist ein Eingang, oder? Keine Sentries, was ich tatsächlich auch, also Sentries sind gut für das Spiel, also Sentries sollen nicht weg. Sentries sind gut für das Spiel, Sentries machen das Spiel auch interessant. Gerade die Bunker und so weiter, aber auch mal Bereiche ohne Sentries. Ganz ehrlich, ich habe von einem Sentry, dadurch, dass du die Dinger halt einfach nicht richtig bekämpft bekommst, nach wie vor, mittlerweile, du kannst mit einem Raketenwerfer drauf schießen, aber selbst da, normalerweise ein Raketenwerferschuss, das Ding müsste in sich zusammenbrechen. Nein, du musst da 4, 5, 6 Mal, ich weiß nicht genau wie viel, drauf schießen, damit das Ding in die Brüche geht. Ist halt irgendwo auch sehr unrealistisch. Weil, wieso kannst du mit dem Raketenwerfer einen Panzer ausschalten, aber einen Sentry nicht? Zum Beispiel. Wenn du, gut, musst du mal Raketenwerfer auch den Panzer gut treffen, damit er aufhört zu fahren oder kaputt ist, wirklich kaputt ist. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und deswegen sind die für mich sehr, sehr unangenehm. Könnte man die töten? Und wenn es mit einem Raketenwerfer nur ist oder mit Granaten oder wie auch immer. Alles schön und gut. Aber im Moment einfach nicht machbar. Sorry. Ah, guck mal hier. Medizinisches Zeug. Auch hier. Alles durchsuchbar. Sehr cool. Auf den Türmen kann normalerweise auch Zeug spawnen. Also gerade auf den Bunkern, wenn der auf die Türme hochgeht, ist in der Mitte immer ein Spawnpunkt, wo was liegen kann. Ah, guck mal, hier zum Beispiel auch. Das sind die kleinen Türme. Ah, ist ein neues Magazin. Wäre jetzt gar nicht schlecht für unsere Waffe. So, mit Leertaste übrigens kann man den Rest springen. Empfehle ich nicht aus großer Höhe. Kommt auf euer Gewicht an. Je schwerer ihr unterwegs seid, also wenn euer Rucksack voll ist, springt nicht. Eure Beine werden es euch nicht danken. Bis jetzt haben wir noch keinen Puppet gesehen. Okay, hier war auf jeden Fall... Hier war ein bisschen was los. Da ist schon wieder Ausgang. Schade ist, dass die hier nicht lootbar sind. Die Trucks. Oh. Kompetent. Ist aber dann alles verstrahlt auch. Logisch. Müsste man alles erst dekontaminieren. Dafür ist... Oh. Dafür ist mir nach wie vor zu wenig Seife da. Achso, einen höre ich. Es fehlt einfach tatsächlich die Waschoption in diesem Spiel. Entweder du kannst, wenn du so ein Waschbecken hast, von mir aus musst du einen Generator an das Waschbecken anklemmen, damit da die Pumpe läuft oder damit das funktioniert oder an so eine Dusche. Dusche sind cool. Dass die Duschen laufen. Und du darunter dein Zeug dekontaminieren kannst, zum Beispiel. Oh, ah, Strahlenpillen, cool. Das wäre cool, wenn das Feature noch reinkommen würde. Und dass du allgemein mit der Strahlung ein bisschen besser experimentieren kannst. Das mit der Strahlung ist ein sehr cooles System. Es ist sehr unausgereift, finde ich, persönlich. Es buggt rum wie Hölle. Haben wir ja gesehen in den letzten Testvideos. Aber an und für sich ein richtig geiles System, was es nochmal vor allem das Spiel auch krasser macht. Viel krasser macht. Du kannst dich nicht ansatzweise so frei bewegen wie sonst. So, hier haben wir... Ist da Militär... Kann da militärische Loot drin sein? Das muss man mal... Frage ist, ob wir was Militärisches rausziehen können jetzt hier. Aber hier haben wir ein bisschen was an militärischem Loot zumindest. Wieder. Ganz nett. Die sind leider alle aufgebrochen. Das hier ist ein Block. Also ein Loot-Block wieder. Yo! Da ist militärischer Loot drin. Helme, Schutzwesten, Klamotten. Kann Zufall sein. Oder es können hauptsächlich Klamotten drin sein. Weiß ich nicht. Habe ich zu wenig dafür gelootet. Er sah von außen größer aus, der militärische Bereich, oder? Sehr aufgeteilt.
Aber wir waren schon überall, oder? Ah ne, hier. Da waren wir noch nicht drin. Oh ja. Aber bis jetzt, wie viele Puppets hatten wir ein? Freunde, wir haben viermal so viele Puppets wie normal. Hier müssten, das Zelt müsste voll liegen. Voll. Hier ist nicht mal was zum Looten. Und vielleicht ein bisschen mehr Loot-Schränke. Hier ist ein Schrank. Da ist ein Schrank. Das war's. In der Umgebung ist nichts gespawnt zumindest. Wir haben Loot-Einstellungen mal 1, deswegen liegt tatsächlich recht selten Zeug rum, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn du dich hier reinwagst mit Strahlenschutzanzug, gut, verhältnismäßig wenig Puppets hast, da kann man gerne hochdrehen. Ah, die sind wenigstens auch besuchbar. Möchtest du Loot? Wenn es so Munition ist oder irgendwas Billiges oder keine Ahnung, muss jetzt keine AK rumliegen. Aber irgendwas möchtest du doch haben, oder? Auch mit den Looteinstellungen. Hört ihr das? Unser Geigerzähler meldet sich. Ab wie viel? Rein interessenhalber. Bei 8 bis 10 Maximalwert ist 12 wahrscheinlich. Bei fast Maximalwert hast du ein leises, ganz leises Knistern. Ey, bitte überarbeitet das. Wenn du das Ding im Rucksack hast oder in der Hand hältst, musst du das hören, wenn Strahlung bei 1 ist. Oder bei 2. Das musst du hören. Ah, guck mal, es wird lauter. Hört ihr das? Ihr hört es wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter wie ich, weil ich die Lautstärke natürlich hochdrehen kann, wie ich möchte. Das ist nix. Das ist ein Minimalrauschen. Bei Maximalstrahlung, wohlgemerkt. Bei ich sterbe sofort Strahlung. Ja, mehr oder weniger. Also man stirbt nicht sofort, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, oder? Ganz ehrlich, das gehört alles überarbeitet nochmal. Aber es gehört einiges im Spiel nochmal überarbeitet. Aber bei allem Rumgefluche, das so auf die Beine zu stellen, so ein Spiel mit so einer Komplexität, wie dieses Spiel hat. Du findest kein anderes Spiel. Wenn ihr eins habt, sagt mir das gerne. Ich möchte sowas spielen. Mit einer derartigen Größe, so komplex wie das Ganze ist, hier ist Feuerwehr, findest du kein anderes Spiel. Das ist halt geil. Du hast Strahlung, du hast Verbrennung jetzt mittlerweile. Du hast Wunden, du hast Infektionen, du hast Nahrungsmittelvergiftung. Du hast nicht nur Nahrungsmittelvergiftung in einem Survival-Spiel, sondern du hast alles andere auch. Was du eben sonst nicht hast. Das ist unglaublich geil. Hallo? Das war ein Headshot. Das ist richtig, richtig geil. Und deswegen, ich lebe mit sämtlichen Bugs. Ich lebe mit der verpackten Strahlung. Das Spiel spielt sich trotzdem einwandfrei. Du hast keine Abstürze. Ich hatte in diesem Spiel, mittlerweile habe ich 600 Spielstunden. Das ist relativ wenig, glaube ich. Guck mal ganz kurz rein. Okay, vergiss es. Ich habe 300 Spielstunden. 300 Spielstunden, das ist echt wenig, eigentlich. Das würde aber demnächst wieder steigen. Ich hatte bis jetzt Abstürze 5. Bei 300 Spielstunden in der Beta-Version. Oh cool, Schmerztabletten. Eigentlich cooler Loot. Und ganz ehrlich, alles andere, damit leben wir einfach. Dass es verpackt ist, müssen wir nicht drüber reden. Haben wir gesehen, die Wohnungen und alles, aber hey. Dann gehe ich halt in diese eine Wohnung nicht rein. Hab dafür 5 Millionen Quadratkilometer, die ich sonst nutzen kann in dem Spiel. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Also wir haben, das haben wir uns angeguckt, das haben wir uns angeguckt. Das hier möchte ich mir nur angucken. Da müsste ein Bahnhof sein. Das hier sind Bahnlinien. Hier gehen wir jetzt mal rein und gucken uns da mal um. Oh, ich höre. Hört zumindest was. Ah. Moin. Vor allem haben wir jetzt 100, wir passen rein, 60 Schuss. Mir 70 Schuss, glaube ich sogar. Und das war noch ein Header. Ich muss meine Maus mal sensibler einstellen. Ich habe immer so. Ich komme nicht exakt auf den Punkt. Das ist für Ego-Shooter ist das mega scheiße. Bei solchen Spielen geht's. Auch für Ego-Shooter wäre es jetzt mega kacke. Ihr merkt immer, ich halte immer kurz vorm Kopf an. Meine Maussensibilität ist dann falsch eingestellt. Für mich zumindest. Das muss jeder selber einstellen übrigens. Da gibt es keinen Standardwert. Wenn euch jemand was anderes erzählt.
Liegt da falsch? Das müsst ihr selber für euch rausfinden. Ich habe selber für mich auch noch nicht rausgefunden, aber wir spielen relativ wenig Ego-Shooter, wo es darauf ankommt, auf den Kopf zu zielen. EFT habe ich mal probiert, ist allerdings eher für ein, ja, für Stream und so weiter eher ungeeignet. Ist aber ein ganz nettes Spiel. So, hier müssten wir auch wieder wahrscheinlich irgendwo, jo, bingo, Waffenläden haben. Also du hast recht viele Waffenläden und alles, aber mir ist so ein bisschen, gut, das ist der gleiche, wie wir schon hatten. Ist egal, ehrlich gesagt. Ist so. Aber so ein bisschen mehr Loot. Ich meine, wir sind in einem verstrahlten Gebiet. Es können auch wirklich mehr Puppets sein. Vor allem, ich vermisse Sprenger bis jetzt. Wir haben noch keinen einzigen gesehen. Ich vermisse so ein bisschen mehr Loot. So ein bisschen mehr Belohnung. Für das, dass du dich hier reinwagst. Da bin ich sehr gespannt auf die verlassenen Bunker. Die sollen extremst schwer sein, aufgrund auch der neuen... nett. Aufgrund der neuen Puppets. Oh, okay. Zwei Schrotflinten. Gut, da kann alles drin spawnen in den Dingern. Das sind die ganz normalen Waffenkisten. Auf die Blasterbunker bin ich sehr gespannt. Die zwei neuen Puppets sollen es extrem schwer machen. Natürlich sind die auch extrem schwer ausgelegt, die Bunker. Hoffe ich zumindest. Wir werden sehen, dass so 0.9 kommt. Was soll ist das? Habt ihr das gehört? Bist du das? Das hat sich böse angehört, dieses... Irgendwo oben, glaube ich. Korrigiere. Wo kam der jetzt her? Es kann natürlich auch sein, dass sie ja, sich hier ja, durch die Wände schieben. Unter anderem. Wenn ihr übrigens sowas habt, hier rein, Tür zu. Alles auf euch zukommen lassen, vom Fenster aus abknallen. Kann man machen. Muss man nicht machen, kann man machen. Aber wenn ihr dann so Gebäude habt, einfach reingehen, Tür zu. Oder im Idealfall, ihr springt einfach gleich durchs Fenster. Ich weiß nicht, geht das hier? Ne, hier geht's nicht. Ihr springt einfach gleich durchs Fenster. Guck, die ist jetzt auch durchs Gebäude. Da kam auch der Dicke wahrscheinlich her. Also die, das ist ja alles noch verbuggt, aber hey. Wir leben damit. Wir kommen schon klar. Ungünstig, wenn ich so einer töte. Das kann vorkommen, der sich durchs Gebäude gebuggt hat. Da fluchst du kurz, aber dann geht's auch wieder. Yee! Riesenrad, oder? Nee, Rahn. Schade, sah so aus. Irgendwo hier müsste noch das Riesenrad sein. Und der kleine Jahrmarkt. Ich will den Autoscooter, das Jahrmarkt wollen wir noch sehen. Ich würde auch gerne nochmal auf so ein Gebäude drauf. Können wir machen, oder? Ist das hier? Wir laufen gerade. Wo sind wir denn? So, wo ist Norden? Da ist Norden. Das ist oben. Okay. Muss ein bisschen aufpassen natürlich, wenn wir was hören. Fatal. Oh. Das sieht mir nach Militärgebäude aus. Oh. Das könnte Action geben. Mir ist ziemlich warm, jo. Oh. I like. Aber wo sind die Puppets? Oh, cool. Das erste Mal, dass du eine Kiste mit Stroh gefüllt sehe. Kein Scheiß. Aber alles leer. Also alles von Grund aus. Also, du kannst hier nichts looten. Klar, du sollst jetzt nicht mega... Also... Es wird eine Schule oder sowas wahrscheinlich. Schulen und große Gebäude, Turnhallen werden vom Militär hergenommen, um dann evakuieren. Download Enter, cool. Um natürlich Leute zu evakuieren und so weiter und so fort. Deswegen ist immer in Schulen, Turnhallen, findet man immer militärisches Zeug. Das ist einfach so. Viele Schränke. Wie kannst du alle looten? Aber mir fehlt noch so ein bisschen mehr. Bisschen. Ein bisschen wenigstens. Mehr Zeug zum Looten hier.
Ich möchte hier Zeit verbringen. Ich möchte hier alles angucken, im Idealfall sogar. Ich möchte hier Loot rausziehen können. Das ist eine ganz normale Spinde. Auch ein neues Modell. Also, wie man es so halt noch nicht kennt. Aber mir fehlt so ein bisschen, bisschen der Anreiz, noch hier reinzulaufen. Bis jetzt, ehrlich gesagt, wüsste nicht, wieso man hier nochmal herkommen soll. Wegen den 5 Kisten, da gehe ich in den Bunker. Mir fehlt so der Anreiz, sich überhaupt hier in Gefahr zu begeben. Weil hier, das ist alles nicht lootbar. In der Umgebung, ich sehe zumindest jetzt nichts. Betten. Ab und zu mal die Kisten hier, lass die doch lootbar sein. Lass die doch einfach lootbar sein, die Kisten. Ich meine, es ist verstrahltes Gebiet. Du musst das ganze Zeug, was du hier findest, sowieso von Strahlung befreien, was eh momentan scheiße möglich ist, weil einfach Seife nicht wirklich spawnt. Oh cool, mit Schlafsäcken. Das ist einfach doof im Moment. Und deswegen war es leider auch schon. Da fehlt so ein bisschen was noch. Sonst atmosphärisch richtig geil. Mehr Puppets, mehr Loot reinschmissen und ich hätte Spaß ohne Ende. Ihr würdet mich aus diesem Gebiet nie wieder rauskriegen, glaube ich. Ich finde das mega cool. Es macht von der Atmosphäre ja wirklich richtig Laune. Also mir zumindest. Ich stehe auf sowas. Richtig Laune. Aber schwerer, mehr Puppets und mehr Loot. Wir könnten jetzt die Puppets auf 16 mal hochdrehen. Das ist übrigens Maximum, was überhaupt geht, glaube ich. Oder was, 12? Oder 10? Ganz nicht maximal hochdrehen. Also mehr wie 16 geht auf jeden Fall nicht. Wenn du es höher drehst, du kannst 120% einstellen. Da spawnt nicht mehr. Das ist ein anderes, oder? Ja, das ist ein anderes. Da gehen wir auch mal kurz runter. Guck mal, hier sieht man auch wieder ein bisschen was. Und, ja, aber deswegen werden trotzdem nicht mehr da sein, weil die Spawner dann einfach fehlen. Da können noch ein bisschen was gemacht, aber sonst bin sehr beeindruckt. Es sieht sehr cool aus. Da haben wir einiges an militärischen Loot wieder. Also die ganzen Kisten hier, die werden wir jetzt in Ruhe lassen, aber das ist alles lootbar. Das wissen wir ja, das kennen wir. Aber gerade hier. Ach, guck mal, hier, die kennen wir auch aus dem Bunker, die Schränke. Auch da militärischer Loot drin. Die Kiste hier, lustigerweise, jetzt nicht lootbar. Ah, hier haben sie die Leichen dann verbrannt. Oder was? Nee, einfach nur ein Fass. So ein mobiles Krematorium, so doof wie es sich anhört, fehlt mir irgendwie noch. Da waren wir auch nicht drin, oder? Nee. Nee. Da können wir auch nochmal reinschauen. Ja, das ist gleich, wie wir gerade schon waren. Wir drücken mal ein bisschen aufs Tempo. Ich möchte so viel wie möglich noch sehen von dem Ding hier. Und ich möchte den Vergnügungspark. Vorher werde ich die Folge nicht beenden. Und wenn die Folge 8 Tage lang geht, geht die 8 Tage lang. Wenn wir über Stacheldraht laufen. 98%. Schade. Wäre ein bisschen viel verlangt, ehrlich gesagt, aber hey. Das müsste wieder eine Turnhalle sein. Ja, das ist die Turnhalle, die kennen wir schon aus Sanapur. Ist die gleiche. Bisschen abgeändert vielleicht. So. Aber in Sanapur sind 2 Millionen Zombies hier drin. Plus Sprenger. Hier ist nichts. Gut, da ist auch militärische Loot drin. Aber hier ist leider nichts. Schade. Wir laufen gerade so ein bisschen außerhalb. Wir müssen Norden. Norden, dann ist Osten da. Wir müssen nach da eigentlich wieder. Dann würde ich so ein bisschen, wobei eigentlich nach Norden. Ja, ich bin nachher hier oben noch. Irgendwo müsste noch das Riesenrad stehen. Auch nochmal Lootkisten, Lootkisten, Lootkisten. Tiefgarage auch nochmal wahrscheinlich. Das hier ist schon Stadtrand. Kein Gebäude, Gebäude, kein Gebäude, Gebäude. Das sah seltsam aus wegen. Es hätte theoretisch das Riesenrad sein können. Acker fahren wir, wie gesagt, auch cool. Aber das kann alles noch kommen.
Atmosphäre ist geil. So, wir haben 23 Wasser, 100 Nahrung. Ein paar Container, die Kräne haben wir noch. Da hinten ist schon wieder das Atomkraftwerk. Haben wir schon den Schornstein gesehen gerade. Zu wenig Puppets. Ich will ja keine 20 Meter laufen können, ohne dass mir einer angreift. Kein Scheiß. Da, hier muss die Hölle los sein. Das ist eine Stadt. Und dafür aber auch Belohnung. Entweder Looträume. Spezieller Loot, der nur hier droppen kann. Und mehr Lootkisten. Ah, hier Baustelle. Aber nach wie vor, wo ist denn dieses blöde Riesenrad und dieser Vergnügungspark? Ich will den Autos gerade sehen und das Riesenrad. Und wissen, ob es noch irgendwas gibt. Vielleicht keine Ausdauer mehr, wenn es so weitergeht. Das ist die Halle, oder? Ja, das ist die Halle, wo wir gerade waren. Baustelle. Müssen wir uns kurz mal hinlegen, wir haben keine Ausdauer mehr. Ah, wie gesagt. Cool. Aber es geht besser. Meckern auf aber verdammt hohem Niveau. Oh, guck mal, unser Geigerzähler. Hört das? Jetzt hört man, wenn man läuft, hört man den Geigerzähler auch nicht. Also ganz ehrlich, dreht das blöde Ding lauter. Oder gibt die Option, dass man es lauter drehen kann? Wie im Real Life. Die Dinge kannst du abdrehen, dass du nichts hörst oder dass du was hörst. Was der Herr nicht alles weiß. Aber es ist ein verschissenes Riesenrad. Also muss doch zu sehen sein. Gut, die Gebäude sind alle recht hoch, aber das muss doch zu sehen sein. Wir können mal an den Zipfel hier noch gehen. Da waren wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Wir waren hier unten, da waren wir überall, da waren wir schon, da waren wir schon. Ja, vielleicht auch hier. Da muss doch irgendwo sein. Hier ist auf jeden Fall sehr verstrahlt, aber wir sind jetzt auch schon wieder im Bereich des Atomkraftwerks. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Ganz ehrlich, sonst fliege ich mit der Drohne da schnell drüber. Guck, wo das ist. Da ist nochmal abgesperrt. Da ist das Atomkraftwerk, das sieht man schon in Schornstein. Wir sind jetzt auf der Straße hier. So, was ist hier? Das ist nur Baustelle, oder? Bagger, Bagger. Boah, Dampfwalze. Boah, mit einer Dampfwalze über Zombies drüber fahren, das wär's. Das wär's. Okay, wir haben tatsächlich keine Ahnung. Entweder es müsste, wenn dann irgendwo im Stadtrat. Hier könnte es vielleicht noch sein. Wobei, da waren wir eigentlich auch. So mittendrin macht nicht viel Sinn. Das müsste schon eine größere freie Fläche für mich sein. Ich glaube, wir machen gleich mal Flugstunde. Wir locken uns kurz aus, gucken, wo das ist. Das möchte ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Und zwar aus der, ja, ich laufe dahin Perspektive. Oh, was ist das hier? Das können wir so angucken. Aber die meisten Punkte haben wir, glaube ich, gesehen. Wir haben den Supermarkt gesehen, wir haben die Schule gefunden. Wir waren mal in so einem Gebäude drin. Oh, das ist auch abgesperrt hier. Wir waren in den militärischen Bereichen, wir haben keine Ausdauer mehr. Den Großteil haben wir gesehen, glaube ich. Wir haben ein paar Puppets gekillt. Ah ne, das ist die Fire Station. Da waren wir eigentlich ja drin, oder? Wir werden keine zwei Feuerwehr haben. Wir wissen jetzt, dass hier in der Mitte... Ja, das ist der Park in der Mitte mit der Feuerwehrstation. Aber was ist das da hinten dran? Das hier können wir uns nicht nur angucken. Das Gebäude hier... Gucken wir uns auf jeden Fall jetzt schnell nochmal an. Moinsen.
Okay. Duschen. Okay, da geht's weit. Nee, okay. Enttäuschend. Das hier könnte man sich noch angucken. Das hier oben halt noch. Vielleicht ist er da. Da ist nochmal so ein kleiner Bereich. Vielleicht müssen wir da hin. 11% Wasser. Müssen wir uns gleich nochmal rausteleportieren, hier nochmal eine Cola zu uns nehmen. Das ist ein Feuerwehrturm, oder? Also das gehört noch mit zur Feuerwehr, glaube ich. Das Feuerwehrturm. Wir gehen mal hoch. Ah, Bauhelmchen. Wenn wir schneller, wenn wir... wir baden auf jeden Fall mehr Ausdauer. Gießkanne. Okay, findet den Zusammenhang zwischen der Gießkanne und dem Helm. Ja, Feuerwehrturm. Da oben liegt jetzt der Sniper. M82A1, volles Magazin mit Zielfernrohr. Oh, schön. Oh, das hat sich gelohnt. Also, da waren wir schon. Das ist das Militärische, das ist das Schwimmbad, glaube ich. Dahin ist die Radarstation. Die lohnt sich auch mal anzugucken, waren wir noch nicht. Das sind die ganzen Wohnhäuser und Gebäude. Dahin ist das Atomkraftwerk. Das hier ist alles Feuerwehr. Seht ihr ein Riesenrad? Ich nicht. Okay. Ganz ehrlich, Kinders. Hauptmenü. Haben wir zusammen, oder? Das muss ich so wieder hinkriegen. Shift und D war das, oder? Nee, Alt und D. Alt und D drücken. Ihr müsst Admin dafür sein, dass das funktioniert. Spiel fortsetzen. Dann spawnt ihr als Drohne. Wir können jetzt mal kurz durch die Stadt durchfliegen. Ich will mir das angucken. Wenn wir was in der Version noch machen, machen wir das. Und dann gucken wir mal. Wir können uns dann hinteleportieren. Schauen wir mal. Wir werden es finden. Leider haben wir es so nicht gefunden. Kann auch sein, dass ich vorbeigelaufen bin und es einfach nicht gesehen habe. Was war da? Ne, warte mal. Mit wie gravieren wir das weg? Mit Schiff? Ne. Tab? Mit Tab hat man die Sicht wegbekommen. So, ich lauter. So, mit Mausrad. Boah, jetzt die Steuerung. Ist der G? Alt? Alt E? Ne, Alt A? Ab? Ab was Sicht an und aus? Wieso kann ich nicht schneller fliegen? Ja, wieso kann ich mich überhaupt... Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Ich kann mich nicht Die Drohne backt rum, kann das sein? Ah, jetzt. Jetzt kann ich mich bewegen. Nee, so kann ich mich nicht bewegen. So kann ich mich bewegen. In dem Modus kann ich mich nicht... Kann ich die Maus nicht mehr nutzen. Cool. So kann ich die Maus nutzen. Keine Ahnung. Dann machen wir es halt so. Gut, also, die Stadt. Boah, ist das riesig. Alter Verwalter. So, wir waren aber so grob überall tatsächlich. Hier waren wir nicht. Großer Parkplatz noch, haben wir verpasst. Da waren wir nicht. Oder? Ne, hier waren wir nicht. Wohngebäude, Wohngebäude. Der Parkplatz wäre noch interessant gewesen. Hier an der Mauer waren wir. Hier waren wir. Das ist das Feld, wo wir waren. Hier im Park waren wir. Hier waren wir drin. Das ist das Supermarkt. Das Fußballfeld. Da ist das. Hier mit, tatsächlich im Park. Wir sind dran vorbei, teleportiert mehr oder weniger. Hier im Park ist das. Da ist das Schwimmbad. Hier. Da waren wir. Und da ist das Riesenrad. Okay, das schauen wir uns gleich an. Hier waren wir drin. Das ist der militärische Bereich. Man kann die Drohne auch lautlos stellen, aber ich habe die Tastenkombination nicht im Kopf. Ich benutze das viel zu wenig. Deswegen, sorry. Da waren wir. Ja, da waren wir auch. Hier gibt es noch irgendwo eine Tanke mit Anleger, Bootsanleger. Hier waren wir, das ist die Baustelle. Nö, einen Großteil haben wir gesehen. Wir waren tatsächlich in der Nähe, aber das haben wir verpasst. Hier ist nur Feld. Okay, da waren wir auch. Okay, das Einzige, was wir verpasst haben, war tatsächlich jetzt hier. Dementsprechend mittendrin. Das war ziemlich genau. Ich gucke mir das mal an. Ziemlich genau hin der Seite. So, wir gehen kurz raus. Hauptmenü.
mit dem Charakter jetzt wieder rein. Dafür nehmen wir wieder STRG und D, den Drohnenmodus raus. Drohnenmodus erkennt ihr, STRG und D, wenn ihr hier das hier habt. Vor allem, es blinkt hier oben die Drohne kurz auf. Und dann sagen wir fortsetzen. Teleportieren uns jetzt da schon hin, das möchten wir noch sehen in der Folge. Und dann haben wir auch eine vernünftige Folge zusammengekriegt, haben uns die komplett neue Stadt angesehen. Wie gesagt, die Verbesserungen, ich habe schon ein bisschen drüber gelästert, was für mich noch gut wäre. Sehen wir den von hier aus? Nee, oder? Naja, hier ist, wo ist der Park? Der Park ist, nee, hier. Das Gebäude im Weg. Das ist ein sehr kleines Riesenrad auf jeden Fall. So, wir haben noch 8 Wasser. Müssen uns ein bisschen beeilen. So, hier müsste das sein. Teleportieren. Und da haben wir doch einen schönen Ausklang für die Staffel, oder? Also ich bin zufrieden. Was sind wir denn jetzt gelandet? Ah, ha! Das Riesenrad. Okay. Ja, es ist halt hinter den Gebäude rein. Die sind ungünstig versteckt. Da ist das Riesenrad. Da ist der Autoscooter. Das ist so ein Mini-Jahrmarkt. Ist das hier tatsächlich? Gott. Okay, gruselig hier geht nicht, oder? Jo, das ist das. Ziemlich genau sogar der Winkel, glaube ich. Wo wir immer gesehen haben. Das Auge. Ne! Acht! Mega! Hallo? Willst du gar nicht das nicht mitnehmen? Ohne Scheiß. Damit hast du doch gewonnen. In der Apokalypse. Vor allem, wieso liegt da Klobabär drin? Ich habe Fragen. Können wir da hochklettern? Nee, ist kaputt. Schade. Wäre cool. Riesenrad. Sehr nice. Spielplatz. Riesenrad. Aber viel mehr ist hier gar nicht. Tatsächlich Riesenrad und Autoscooter. Das war's, oder? Gut, Spielplatz halt noch. Cool. Ich habe nur auf so ein Karussell oder sowas gehofft, das man nicht gesehen hat in der Vorschau. Auch so die Hauptpunkte haben sie tatsächlich in der Vorschau gezeigt. Hier, der Autoscooter müsste das ja sein. Das sieht schon geil aus. Wie das Licht hier durchfällt auch. Respekt. Auch cool. Mr. Rolli. Schön. Es sind die kleinen Dinge. Ein paar Chips liegen hier noch rum. Die du leider nicht aufsammeln kannst. Oha. Eine militärische... Oh, mehrere militärische Dinger sogar. Es sind militärische Loot liegt hier noch rum. Schön. Das wiederum finde ich nett. Auch wenn es nicht viel ist, aber hey. Okay, und sonst ist das nur Park. Also es gibt ein Autoscooter, es gibt das Riesenrad. Es gibt ein paar Buden. Das war's. Ah, doch. Es gibt ein Karussell. Sehr nice. Das hat man, glaube ich, nie in Bildern gesehen, nämlich. Schade, hinsetzen wäre cool. Kein Klopapier, das war die armste Sau. Ein paar Fässerchen. Cool. Hier ist aber Ende. Also, es gibt doch noch was. Guck mal hier. Zerteilen. Okay. Das ist aber der Busch, oder? Nicht der Stoff. Der Stoff wäre cool, wenn du den zerteilen kannst. Ja, es ist leider der Busch. Der Stoff, ich habe mich gerade gewundert, weil der Stoff wäre geil. Wenn du den zerteilen könntest, in Lumpen zum Beispiel, das wäre cool. Busch, nennen wir schon. Bisschen Müll hier. Okay. Jagen. Stehen auf der To-Do-List, machen wir dann alles mit der neuen Version. Wie gesagt, die neue Version, wir werden sie viel öfter spielen. Wie jetzt diese Version hier. Wir sind auf einem Server unterwegs, mit anderen Leuten auch. Das wird spannend, kann ich euch sagen. Das wird spannend. Coole Stadt. Was mich so ein bisschen stört, ist die Anzahl der Puppets. Das sind echt zu wenige. Der Loot könnte ein bisschen hochgedreht werden.
Dementsprechend auch zu den Anzahl der Puppets passt der Loot tatsächlich, muss man sagen. Das Gebäude hier können wir uns schnell mal anschauen, was das hier ist. Aber ja, dann wird es auch interessanter, das Ganze. Können wir hier irgendwo rein? Sieht so auch so wieder ein bisschen nach Schule und Krankenhaus aus, oder? Oh! Action! Ja, das nehmen wir noch mit, komm. Das nehmen wir noch mit. Ah, da lag noch einer. So, was bist du? Schule. Oh, hier ist aber... Hier ist... Oh, hier ist Action. Kannst auch aufstehen? Ah, da hat es schon wieder nicht. Weiß ehrlich gesagt nicht, ob hinter mir oder vor mir. Wir werden es rausfinden. Ach komm, bitte. Der erste hat irgendwie nicht getroffen. Krankenhaus. Keine Schule. Ich glaube, die sind alle über uns. Oh, das ist ein größeres Gebäudchen. Es sind anscheinend... Hallo? Bitte? Okay, vier Brusttreffer. Holla, die Waldfee. Du warst hartnäckig, mein Freund. Auch so richtig. Aber müsste es hier nicht dann irgendwo nach oben gehen? So, wir haben kein Wasser mehr, wir haben keine Ausdauer mehr. Wir sind recht im Arsch. Wassermangel C1. 296 Ruhmpunkte, fast 300 Ruhmpunkte. Ist echt nicht so viel, aber hey. Schade. Ich habe gedacht, wir kommen hier irgendwo hoch, aber ich glaube, wir waren jetzt überall. Seid ihr außen? Wo seid ihr? Ne, wir müssen ja hochkommen. Wir sind alle oben. Ich würde ja gern, Freunde, das ist tatsächlich das Krankenhausgebäude. Also da haben sie auch die Halle hier recycelt zum Beispiel. Ich würde ja gern zu euch. Ich weiß nur nicht wie. Ah! Ich sehe eine Treppe. Ganz ehrlich. Letzten Minuten dieser Staffel. Kann man ohne zielen. Hä? War die Tür hier... War die Tür hier gerade schon offen? Du kannst... Also wenn dir die Munition scheißegal ist, kannst du das halt so machen. Das macht schon Laune. Okay, noch ein Stockwerk. Okay, hier ist aber Ende, oder was? Ja, hier ist Ende. Wir bladen so einen Raum. Ohne weitere Tür. So, wir haben noch ein volles Magazin. Okay, hier war Action. So überall bitte. So wirklich überall, die haben wir alle gekillt. So bitte überall. Das waren jetzt mal 10 Stück oder so, oder? Mehr sogar, wahrscheinlich. Aber nichts. Aber auch nichts mehr. Auch nichts mehr. Gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen für diese Staffel. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Staffel wieder. Die nächste Staffel kommt fast nahtlos wahrscheinlich an diese Folge ran. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben uns jetzt nochmal komplett die neue Stadt angeschaut, Atomkraftwerk angeschaut, die ganzen Bereiche angeschaut. Sehr, sehr nice. Und ja, wir werden das auf jeden Fall dann in der neuen Staffel auch wieder machen. Wie gesagt, die neue Staffel dann auf einem Server. Wir werden gucken. Einige Überraschungen sind für euch bereitgelegt bereits mit der neuen Staffel. Schaut gerne wieder vorbei. Gerne natürlich für die letzte Folge der Staffel nochmal ein Gefällt mir da lassen. Gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Gerne mal bei 7 Days to Die vorbeischauen zum Beispiel. Sehr, sehr zu empfehlen, wenn ihr jetzt auf Scum beispielsweise steht.
Probiert gerne mal Scum aus, wenn ihr das selber nicht spielt, sondern ich kann es nur empfehlen, holt euch Scum, solange es noch auch nicht Version 1.0 raus ist. Wir sind jetzt bei Version 0.9. Es wird eine Version 0.95 geben und danach sind wir bei Version 1.0. Und dann wird das Spiel auch teuer werden wahrscheinlich, oder teurer zumindest. Holt es euch in einem Sale, dann zahlt ihr 15 Euro, glaube ich, für das Game. Sonst über den Link in der Videobeschreibung von mir, wenn ihr darüber geht, kriege ich davon ein kleines bisschen was ab. Und ihr habt den besten Preis tatsächlich, den ihr für das Spiel zahlen könnt, auch ohne Sale und alles. Deswegen gerne benutzen, auch für andere Games, wenn ihr möchtet, mich zu unterstützen. Gerne natürlich auch mal einen Support da lassen, würde mich sehr freuen. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dieser Staffel. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Genießen der Staffel, für den einen oder anderen, der alles gesehen hat. Und ja, ich sage ciao, bis zur nächsten Staffel bei 7 Days to Die, plus Scum. Falscher Titel. Das üben wir nochmal. Bis zur nächsten Staffel übe ich das.